Hallo Otto, die ersten Grüße gehen natürlich an dich. Ich finde es toll, dass du so ein geiles Projekt ins Leben gerufen hast. Und jetzt grüße ich die Community, die entscheiden wird, wer an diesem Projekt teilnehmen wird. Arctic Warrior, das ist mein Ding. Ich glaube schon, dass ich das bereichern werde und würde mich freuen, wenn ihr euch den Rest des Clips auch noch anguckt und euch vielleicht für mich entscheiden werdet. Besten Dank. Arctic Warrior! Der Sommer ist davon, dann fühle ich mich jung und neugeboren. Meine Welt liegt in weißen Träumen. Meine Gedanken sind eiskalt umhüllt. Frost und Eis sind nicht weit. Dann stehe ich bereit. Ich bin ein Schneemann. Ich bin ein Schneemann. Ich bin ein Schneemann. Der Himmel senkt sich tief. Ich bin ein Schneemann. So, mal ein bisschen Sommerfeeling hier an den Strand bringen. Das ist übrigens kein Neoprenanzug. Das ist dünnstes Kunststoffmaterial. Kräftig fällt und der Winter Einzug hält. Der Sommer ist davon, dann fühle ich mich jung und neugeboren. Meine Welt liegt in weißen Träumen. Meine Gedanken sind eiskalt umhüllt. Frost und Eis sind nicht weit. Dann stehe ich bereit. Ich bin ein Schneemann. Ich bin ein Schneemann. Ich bin ein Schneemann. Wenn der Arctic Warrior Hunger bekommt, muss er jagen. Ich bin ein Schneemann. Ich stehe jetzt hier, weil der Winter mich riecht. Ich bin ein Schneemann. In meinem Herzen tobt der Wind. So, ganz oldschool. Ich habe eine Karte und ich habe einen Kompass. Ein Modell, das begleitet mich schon tatsächlich über 40 Jahre. In der Jugend mal irgendwann bekommen, ich weiß gar nicht mehr, von wem ich es bekommen habe, aber es funktioniert noch tadellos und nutzt einem wirklich dazu, um, wenn man mit Karte und Kompass unterwegs ist, eine Karte einzunorden. Arctic Warrior! Arctic Warrior! Arctic Warrior! So, neben mir sitzt heute mein Kumpel und Kollege, der Peter. Und der Peter, mit dem habe ich mal vor ein paar Jahren zusammen in einem Zimmer gesessen. Und ja, nach einer gewissen Zeit hat er mich einfach den Iceman genannt. Und das soll er heute noch mal erklären, warum. Das ist ganz einfach, nachdem er mir zugeteilt wurde, füllte sich der Raum mit einem nur mäßig bekleideten Menschen mitten im Winter. Und zu dem Zeitpunkt hat er viel Schreibtischarbeit gehabt. Der war also immer im Raum. Und wenn ich zwischen den Lehrveranstaltungen den Raum betrat, machte sich also ein deutliches Knistern auf dem Stuhl bemerkbar. Das Fenster war offen. Und wir hatten damals richtigen Winter. Und zwar sowas mit 20 Grad minus. Und er saß im kurzärmlichen Hemd und schrieb und schrieb und schrieb, ohne mit der Wimper zu zucken. Für mich unvorstellbar. Ich flüchtete meistens sofort aus dem Raum. Und bei mir war es dann der Iceman. Peter, im Nachgang tust du mir wirklich leid, dass ich dir das angetan habe. Ja. Aber es ging nicht anders. Ja. Also, ich kenne meinen Freund Haraldinho jetzt schon seit dem Jahr 2013. Also, 10 Jahre ist es jetzt her, seitdem wir uns kennen. Und ich habe Harald kennengelernt als einen sehr, ja, ich will es mal sagen, verrückten, ja, lebenslustigen und auch, ja, sehr motivierten Menschen kennengelernt. Und eine absolute Herausforderung wäre es für ihn, dort im Lappland dabei zu sein, bei den Arctic Warrior.
Ich bin Susanne Kraft, Kinderbuchautorin und war die letzten 2 Jahre Schülerin von unserem Herrn Lorenz. Und wie alles im Leben braucht man Mut und Durchhaltevermögen. Ob das Fliegen ist oder ob das Kindern und alten Damen was beibringen ist. Man braucht eine irre Geduld und man braucht auch ein bisschen als mal ein klares Wort. Und das hat er. Und ich habe ihn schätzen gelernt und ich traue ihm dieses Teil mit diesem Warrior total zu. Und als Mut machen, habe ich das da für ihn gemacht. Das kriegt er von mir. Damit er ganz viel Mut hat da dazu, weil ich traue ihm das absolut zu. Dankeschön, Frau Kraft. Bitteschön, da freue ich mich. Oh, gerne. Super. Das bin ich vielleicht, ja. Ja, 100 pro. Er stimmt es, er packt es. Ganz bestimmt. Toi, toi, toi. Danke. Bitte. Ey, mit Lore habe ich schon einige Dinge gerockt. Ob wir nun zum Triathlon gewesen sind oder manche Firmenläufe. Und ich halte ihn für den besten Mann dafür. Und der wird das schaffen. Und im Schnee kann er auch sehr gut. Und unter freiem Himmel schläft er auch manchmal gerne. Danke. Yep, Lori. Hallo Otto, hallo Community. So, jetzt versteht er mich vielleicht besser. Ich bin heute nochmal, es ist der 21.01.2023, bin ich nochmal auf einer kleinen Reise in Vorbereitung auf mein Bewerbungsvideo. Ich bin ja im Harz und gerade auf dem Weg zum Brocken. Der Brocken ist nicht der höchste, der hat nur 1141 Meter, aber er ist der dominanteste Berg von Deutschland. Das bedeutet, es ist ringsrum nicht viel los. Der Fichtelberg kommt erst in über 200 Kilometern. Es sind schöne minus 4 Grad, sehr angenehm gerade, noch nicht sehr windig. Und ich habe jetzt 6 Kilometer Zeit, Höhenmeter 500 sind dort ungefähr zu erklimmen, bis ich dann oben auf dem Brocken bin. Und da kann ich mir jetzt noch mal viele Gedanken machen zu der Challenge. Und ein paar habe ich mir schon gemacht und mich gefragt, was will denn die Community sehen? Otto sprach vom ungeschliffenen Diamanten. Die Community, ich denke da mal an Seven vs. Wild, Knossi und so weiter. Die möchte sehen, wie sich Menschen in solchen Umgebungen einfach bewegen, wie sie klarkommen mit den Herausforderungen. Und genau das könnte ich bieten. Natürlich ein bisschen Entertainment. Auch das ist machbar bei mir und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit einem Profi. Ich bin lernbereit, ich sauge das alles auf wie ein Schwamm und ich hoffe, dass wir uns aber auch ergänzen. Dass vielleicht ich aufgrund meiner Lebenserfahrung dem vielleicht wesentlich jüngeren Profi da auch zur Seite stehen kann. Ja, was will die Community sehen? Möchte sie zwei Profis sehen, die alles aus dem FF beherrschen, also ohne Probleme dort durchkommen? Oder möchte sie einen totalen Neuling, Anfänger beim Survival sehen, der vielleicht nach 24 Stunden entnervt oder entkräftet aufgibt und mit der Kälte nicht klarkommt? Ich denke mal, die goldene Mitte ist dort richtig. Ich bringe eine gewisse Grundfitness mit, Grundkompetenzen, aber vor allen Dingen das Mindset stimmt. Das Durchbeißen, sich der Situation stellen, die Aufgabe lösen und nach vorne schauen und nach vorne denken. Das wäre meine große Stärke, die ich hier mitbringe. Und deswegen würde ich mich auf diese Herausforderung natürlich sehr freuen, wenn ich da mit dabei sein könnte. Okay, ich melde mich nachher kurz vom Brocken nochmal, wenn ich es geschafft habe, wenn ich oben bin. Und mal sehen, ob da eine kleine Überraschung wartet. Bis dahin.
schön, aber selten. Die Überraschung, der kleine Schneemann für euch, für die Community, direkt am Brocken. Weißer Schnee stellt meine Kiel. Ich brauch es bitterkalt und die Welt steht still, wenn ich es will.